Gerade in der Mobilitätsbranche ist es sehr wichtig, dass wir Daten austauschen. Daten werden die Art und Weise, wie wir Autos bauen, sogar sehr deutlich verändern. Allein heute schon werten wir zum Beispiel Fahrverhaltensdaten aus, welche Funktionen im Auto werden genutzt, welche werden nicht genutzt. Und dieses Wissen wiederum fließt aktiv in die Entwicklung der nächsten Generation Autos ein. Um die Frage konkret zu beantworten, sie werden sogar massiven Einfluss haben auf die Art und Weise, wie die künftigen Autos entwickelt werden. Alles wird digitaler, allein schon die Infrastruktur zum Beispiel. Deswegen müssen wir wissen, welche Geschwindigkeiten gelten in gewissen Bereichen. Denken wir nur ans autonome Fahren. Wir brauchen ganz viele Daten, damit das Fahrzeug lernen kann, sich in Verkehrssituationen richtig zu verhalten. Und wir können natürlich viel zurückgeben. Wir erkennen Gefahrensituationen. Das hilft wiederum Städten zum Beispiel oder anderen Communities, darauf einzugehen, Straßen sicherer zu machen, die Elektromobilität zu fördern. Genau deswegen glauben wir, dass die Zusammenarbeit auch hier mit dem Mobility Data Space in Summe das ganze Thema Mobilität nach vorne bringen kann.